Raus aus der dreckigen Kohle, fordern derzeit viele Umweltschützer. Zu Recht. Deutschland hat es geschafft, sein CO2-Budget aufzubrauchen. Das Land hat bis Ende März 2018 so viel des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen, wie nach dem Pariser Klimaabkommen für das ganze Jahr 2018 erlaubt wäre. Das geht zumindest aus einer Studie hervor, welche von den Nyman Strategiebeauftragung in Auftrag gegeben wurde und auf Daten der Umweltschutzorganisation WWF basiert. So wird Deutschland wohl auch dieses Jahr wieder einmal viermal so viel klimaschädliche Gase ausstoßen, wie nach dem Pariser Klimaabkommen erlaubt sind. Im Übrigen ist die USA Spitzenreiter bei der CO2-Reduzierung, trotz Trump und dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen.